So, das ist jetzt die zweite Fahrtour im Gegengesetz der Richtung der Nordbahntrasse. Die erste, also der erste Teil war von hier von dem Brüller Kreuz Dorper Haltepunkt Richtung Weierstraße. Jetzt geht es von hier vom Brüller Autobahnkreuz Richtung Vorwinkel. Einstellung geprüft. Jetzt geht's los. Geld da, Schlüssel da, alles da, was man braucht. Gut. Ich hoffe, dass dieses Bild mal das Bild ein bisschen gerade ist. Ich habe mal ein bisschen die Gurte strammer gezogen. Haltestelle Ottenbruch. Hier dieses Café, was zugemacht hat oder renoviert wird. Ist eigentlich ein sehr uriges, kleines Café gewesen. Mit, ja, Haltestelle Flair. So was man so früher kannte. Eine olle, gammelige Haltestelle. Da drin eine kleine Kneipe. Ja, und fahren wir wieder durch den Dorper Tunnel, 488 Meter. Er zieht die Hechtsuppe drin. Aber trocken. Hier findet man meistens sehr viele Jogger, Radfahrer. Aber zu einer gewissen Uhrzeit sollte man eigentlich hier nicht mehr abends durchgehen. Da gab es wohl auch einige Vorfälle mit Jugendlichen und Senioren. Müsst ihr mal googeln. Traurigerweise. Was ich eigentlich traurig finde, ist die maximale Reichweite dieser Roller, maximal 11 bis 12 Kilometer, je nachdem, wie die
Steigung ist. Generell habe ich nichts gegen Lithium-Akkus, wenn die Dinger nicht so schnell in Flammen aufgehen würden, also so instabil sind. Ich habe mal einen Beitrag im Medienbereich gelesen über sogenannte Graphen-Akkus, da diese relativ bessere Reichweiten hätten und stabiler wären. Das heißt, dass die Dinger nicht in Flammen aufgehen. Ja. Und ein von den 6 Blättchen mit dem Akku schon weg. Ja, das Fahrzeug hat eine Menge zu leisten bei mir. Nicht nur wegen der Reichweite, auch von der Schwerkraft her. Mein Ziel ist jetzt Vorwinkel Bahnhof. Ich treffe mich da mit jemandem heute. Wollte ich mal Wuppertal ein bisschen unsicher machen. Wir haben ja heute Pfingsten, also Pfingstsonntag. Da gibt es ein paar interessante Lokalitäten zu besuchen. Respekt. Es muss ja urig gewesen sein damals, so zwischen den 60er, 70er Jahren, als die Bahn noch hier in voller Betrieb war, wo Leute eingestiegen sind, zur Arbeit gefahren sind. Aber schade. Man hätte sie wirklich zur S-Bahn umbauen sollen. Das wäre gerade zu meiner Berufsschulzeit in den 90er Jahren nicht mal so schlecht gewesen, weil ich ja in der Nähe von Uellendahl auf einer Berufsschule gewesen bin, ein Jahr. Naja, wie hier Haltestelle Elberfeld Farresbeck. Betonmischwerk. Parkplatz für diese gummischen Maschinen zum Kanäle auspumpen. Kaku.
Und eine ganze Herde walken. Eine Herde Wanderer. Die Maschine hier gibt sich voller Mühe, die kleine Ansteige, um mich hochzubringen. Wie gesagt, die Nordbahntrasse, die geht von Vorwinkel aus bis nach Sprockhövel. Also für Leute, die Marathon machen wollen, das sind schon mindestens 20 Kilometer und mehr. Joggen und Musik hören oder joggen und telefonieren. Gäbe es nicht mal Seitenstiche beim Laufen und Reden? Naja. So, jetzt haben wir den Hügel geschafft. Und wieder Mücken im Gesicht. Also wie gesagt, die fliegen einen im Mund rein. Wenn man hier oben rauskommt, ist man ungefähr in der Nähe vom Sonnenborn. Aber hier, wenn ich jetzt weiterfahre, müsste ich in der Nähe vom, vom Bahnhof rauskommen. Könnte Tennis spielen, so ein Tennisverein. Da vorne gibt es sogar noch einen Verein für Bogenschießen. Hier könnt ihr, wie gesagt, noch Bogen schießen. So, hier endet jetzt die Nordbahntrasse.
wenn ich jetzt weiterfahren würde, würde ich aufs Gleisbett kommen, zur S-Bahn 9. Bedauerlicherweise, wie gesagt, laufen da jetzt nur noch Leute rum. Aber das war halt die frühere Trasse. Abgerissen worden ist und nie richtig als Bahn verwendet. Na, schafft mich das Ding nach oben? Na komm, gib Gas, gib Gas. Ja, gib alles, was du hast. Jawohl. Fahren wir hier drauf. Nebentrasse. Besser gesagt, eigentlich gar keine Trasse. Vielleicht eher mehr, bevor es hier umgebaut worden ist, eher so eine Art Zubringer. Also hier sieht man zumindest noch Bereiche, wo die Bahn zumindest die Gleise mal hatte, um hier bei dieser Firma zum Beispiel Ware anzuliefern. Hier gibt es halt noch die Laderampen. Ich habe mal frisierte Elektroroller gesehen, zumindest auf einigen YouTube-Kanälen. Die hatten ein bisschen mehr Power hinter, also die haben locker 40 km/h geschafft. Aber mir ist die Geschwindigkeit, die ich jetzt hier habe, eigentlich voll und ganz ausreichend. Ich glaube, noch ein schnelleres Gefährt könnte ich gar nicht sozusagen so steuern. Ich genieße lieber die Ruhe. In der Nähe vom Accenta Vorwinkel. Also wir sind auch gleich jetzt in Vorwinkel Bahnhof. Lang fährt Parkplatz. Ich bin also etwas zu weit vom Bahnhof weg. Thank you.
nach, wo wir einen Parkplatz für den Roller hier finden. Das war's. Das war meine Tour nach Vorwinkel.